Hallo, ich bin Konstanze und wir schauen uns hier ganz kurz und knapp die Funktion von Candace an. Heute beginnen wir mal ganz am Anfang, nämlich wie kommen die Rechnungen überhaupt in Candace rein? So, und da gibt es verschiedene Wege, die sind alle sehr einfach und sehr übersichtlich. Klar, ich kann erstmal beginnen, die Rechnungen zu importieren bzw. diese hochzuladen. Also vielleicht habe ich die irgendwie auf dem Rechner abliegen, ich habe die heruntergeladen aus irgendeinem Portal, alles klar, kann ich hier hochladen, kann auch 10 Rechnungen auf einmal hier reinziehen per Drag and Drop oder aus einem Ordner raussuchen. Das ist erstmal ganz easy und leicht möglich. Der schönste und automatisierteste Weg ist aber über unser E-Mail-Postfach. Ihr habt bei Candace eine eigene Candace-E-Mail-Import-Adresse und an die kann ich einfach alles weiterleiten. Wir können auch automatische Weiterleitungen einrichten. Also wenn ihr schon so etwas habt wie eine Rechnungs-Ad oder Buchhaltungs-Ad-E-Mail-Adresse, dann verknüpfen wir uns damit und sobald eine Rechnung bei euch reinkommt, wird die zu Candace weitergeleitet. Das Schöne ist, ihr seht es hier, ich kann komplett nachvollziehen, wo kam eine Rechnung rein, von wem wurde die geschickt, wann war das, was für Anhänge hingen da auch mit dran. Also hier auch wieder, es kann eine E-Mail sein mit 10 Anhängen, 10 unterschiedlichen Rechnungen. Candace sortiert euch das. Das heißt, ihr müsst hier nichts manuell sortieren oder einklassifizieren, passiert automatisch. Plus, ich kann später auch nochmal reingucken, was für Anhänge waren mit drin, was war der Inhalt der E-Mail. Das könnt ihr komplett einsehen und die Historie aufrufen. Viele unserer Kunden, die doch noch Rechnungen per Papier bekommen, die nutzen diese E-Mail-Adresse auch im Zusammenhang mit dem Scanner. Also viele Scanner haben so eine Scan-to-Mail-Weiterleitung. Da einfach die Candace-E-Mail-Adresse hinterlegen oder eure Rechnungs-E-Mail-Adresse und direkt das Papier einscannen. Eine dritte und sehr automatisierte Möglichkeit, Rechnungen in den Candace-Account zu bekommen, ist über einen Partner, der nennt sich Invoice-Fetcher. Und hier ist es so, dass Rechnungen automatisch aus Portalen abgerufen werden. Also sowas wie Telekom, Amazon, das verknüpfe ich einmalig und sobald eine neue Rechnung entsteht, ausgestellt wurde, landet die direkt im Candace-Account und ich spare mir das Einloggen, Herunterladen, Hochladen. Das geht dann automatisiert. So viel erstmal für das Video heute. Schaut gerne in unserem Kanal vorbei, wenn ihr weitere Candace-Funktionen euch angucken wollt. Bis dahin, tschüss!